Was ist der Unterschied zwischen einer Farbe und einem Klang? Eine Farbe kann man ziemlich klar benennen. Rot ist zum Beispiel richtig rot. Aber ein Klang, der sehr viele Bässe hat, ist der rund, fett, dumpf, mumpfig? Das Ganze ist sehr individuell, aber ich gebe dir heute mal für 7 verschiedene Frequenzbereiche ein ganz klares Bild mit dem du sofort sagen kannst, wie dieser spezielle Frequenzbereich klingt. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und wenn man mal über den gezielten Einsatz von Equalizern in speziellen Frequenzbereichen spricht, dann ist es gerade am Anfang oder wenn man relativ ungeübt ist im Einsatz von Equalizern, sehr schwer zu benennen, wo denn eigentlich dieser Frequenzbereich jetzt liegt und was der genau macht. Man kann vielleicht so gerade noch hören, wo das Problem ist, aber so richtig, wohin man greifen muss, zu welchem Frequenzbereich, das kann man nicht benennen. Schön wäre es doch, wenn man da ein akustisches Bild im Ohr hätte, quasi, wo man genau gezielt weiß, hey, in den oberen Mitten oder in den unteren Tiefen, da muss ich genau zugreifen. Aber oft gibt es Videos, wie auch von mir, unter anderem von irgendwelchen Leuten, die das schon sehr lange machen und die sagen dann, ja, da senke ich mal ein bisschen bei 500 Hertz ab oder da hebe ich mal ein kleines bisschen bei 1 Kilohertz an und man ist selber so ungeübt noch im Hinhören, dass man eigentlich keinen Unterschied hört. Schön wäre es, wie gesagt, wenn man dann ein ganz klares Bild davon hätte, welcher Bereich hier gerade bearbeitet wird, um dann zu Hause selber nachzuvollziehen, am Rechner, welcher Bereich das gewesen ist und dann auch ganz gezielt zuzugreifen bei der nächsten Bearbeitung von deiner Stimme oder von deinem Mix, um zu wissen, welchen Bereich man denn eigentlich beeinflussen möchte. Auf meinen Reisen in die Tiefen des Internet bin ich über diese schöne Grafik gestolpert, die ganz klar mit einem Bild versieht, welcher Frequenzbereich was eigentlich macht. Denn wir haben hier die 7 Bad System Dwarfs oder die 7 bösen Frequenzzwerge, die über ein kleines Bild, aber auch über die Zuordnung auf dieser Frequenzlinie ganz klar machen, welchen Bereich sie eigentlich hier benennen sollen. Und das sind die 7 Zwerge Tubby, Muddy, Boxy, Honky, Barky, Edgy und Sibilant. Und damit du dich aber heute nicht mit englischen Begriffen auseinandersetzen musst, aber trotzdem am Ende des Videos ein ganz klares Bild davon im Ohr hast, welcher Frequenzbereich welchem Zwerg zuzuordnen ist, schauen wir uns das Ganze gleich einfach mal in der Session an und hören uns das am Beispiel von einem kompletten Mix, aber auch von einer Stimme ganz gezielt mal an, welcher Zwerg für welchen Frequenzbereich steht. Das gleich in der Session. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du es mir zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Und falls du zum ersten Mal hier sein solltest und der Inhalt dir auf diesem Kanal gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du einfach ein Abo dalässt, daneben nicht die Glocke vergessen, die anzubimmeln und dann auch alle Benachrichtigungen anzumachen, denn nur dann kriegst du einen Hinweis, wann das nächste Video hier erscheint. Wir gehen jetzt in die Session und schauen einfach mal, wie klingen denn eigentlich die Frequenzbereiche von Tubby, Muddy, Boxy, Honky, Barky, Edgy und Sibilant. Also, los geht's. So, da sind wir schon in der Session und ich schlage vor, dass wir uns als erstes mal das Objekt der Begierde anhören, der Song, der heute als Basis dient und das ist folgender. How were you before time began? Speak light and darkness ran. How did dust turn into man? Or nothing become the earth where I stand? I know I can't explain it. Die aktuellen Stems des Monats im Recording-Blog Premium-Bereich, falls du davon noch nie was gehört haben solltest, kann ich dir hier oben mal einen Link einblenden, kannst du mal draufschauen. Nur so viel im Premium-Bereich vom Recording-Blog auf meiner Seite. Da gibt es für die Mitglieder unter anderem jeden Monat einen Song zum Selbermischen, einen brandneuen Song zum Selbermischen und Mitte des Monats immer noch mal ein ausführliches Video, in dem ich den kompletten Mix von vorne bis hinten erkläre. Das heißt, am 15. des Monats gibt es immer passend zu den Stems des Monats auch noch mal ein ausführliches Video über 2 Stunden, wo ich wirklich jedes Plugin erkläre und so weiter und so fort. Also, klick hier oben rein, kannst du dich darüber mal informieren. So viel zur Werbung auf jeden Fall an dieser Stelle, in eigener Sache zumindest. Die Stimme und der Mix sollen heute unser Beispiel sein. Und wir schauen jetzt einfach mal, was die 7 Zwerge der schlechten Frequenzen, manchmal sind es aber auch gute Frequenzen, was die 7 Zwerge denn eigentlich bedeuten. Wir gucken als erstes mal auf den dicken Zwerg, auf Tubby, der ja im Prinzip schon so ein bisschen darstellt, worum es hier geht. Mit dick bezeichnet man ja auch einen Song, wo der ein fettes Low-End hat, wo die tiefen Frequenzen so präsent sind. Eine dicke Bassdrum, sagt man immer, die hat einen fetten Bass unten rum und dementsprechend geht es bei Tubby natürlich auch um den Bereich um von 0 bis ungefähr 100 Hertz. Hören wir uns am besten mal direkt am Beispiel der Stimme an, was Tubby hier so zu sagen hat. Ich habe hier die Stimme mal offen und wir machen jetzt einfach mal einen Equalizer drauf.
Habe ich hier schon vorbereitet. Das ist der Standard-Equalizer, der bei Logic mitgeliefert ist. Deine DAW, wenn sie nicht Logic ist, hat auch so einen Standard-Equalizer an Bord. Und wir nehmen jetzt für diesen tiefen Bereich von Tubby, von dem dicken Tuba-Zwerg, nehmen wir jetzt einfach mal einen Low Shelf. Das ist dieses Filterband, mit dem ich hier anheben und absenken kann. Den wählen wir ungefähr, machen wir mal hier bei 100 Hertz da und heben dann einfach mal an und gucken mal, was man bei der Stimme damit anhebt, welcher Bereich das denn eigentlich ist, den wir hier anheben oder absenken. Also hören wir mal kurz Solo rein in die Stimme. How were you before time began? How did you speak? Erste Regel, man kann in der Regel nichts, man kann meistens nichts anheben, was nicht da ist. Nichtsdestotrotz, falls das dir aufgefallen ist, in diesem Bereich bei der Stimme sind zum Beispiel Plop-Laute, die vielleicht nicht ganz sauber abgefangen wurden. Mit anderen Worten, sollte deine Aufnahme zu Plop-Lauten neigen, dann kannst du auf jeden Fall mit einem Low-Shelf, mit dem du anheben und absenken kannst. Wenn du den absenkst, kannst du solche Plop-Laute ein kleines bisschen entschärfen. In diesem Fall gibt es aber nicht viele Anteile. Das heißt, falls du nichts gehört haben solltest, bist du total entschuldigt. Ich habe nämlich auch fast nichts gehört. Es waren nur die Plop-Laute, die hier ein bisschen lauter wurden, indem wir diesen Tiefpassbereich angehoben haben. Das heißt, wir schauen uns Tubby am besten mal nicht am Beispiel von einer Stimme an, sondern schauen uns Tubby am Beispiel vom kompletten Mix an. Und da gehen wir mal auf diesen Bereich daneben. Hier habe ich den Refrain mal vorbereitet. Und dann gucken wir mal, was Tubby denn eigentlich in diesem Bereich vom Mix veranstaltet. Hier wieder ein Low Shelf, den stellen wir wieder auf 100 und Hertz ein, und heben mal an, was hier so am Bach ist. Ne? Solo ausmachen, so. I'll take the mystery. I'll take the mystery. Man hört schon, der übersteuert es deutlich, das heißt, hier war schon deutlich Bass drin. Wir senken mal ab, damit du hören kannst, was dann fehlt. I'll take the mystery. Und da wird es dann schnell dünn, ne? Mit anderen Worten, man kann mit Tubby, mit dem Bereich bis 100 Hertz, kann man auf jeden Fall das Low-End dicker machen, man kann es anheben, man kann diesen Bereich ein bisschen aufwerten, man kann ihn aber auch entschärfen, wenn er zu fett werden sollte, dann hast du eine Möglichkeit mit Tubby mit den 100 Hertz und darunter dafür zu sorgen, dass deine Bassdrum, dein Bass oder der gesamte Mix entweder ein bisschen fetter wird oder ein bisschen schmaler wird quasi, wenn man es übertragen möchte. Das heißt, Tubby würde dann abnehmen. In diesem Fall ist es dann halt so, dass man es nicht übertreiben darf. Das haben wir gerade auch gehört. Also vorsichtig sein im Bassbereich, denn da hat man schnell mal übertrieben und dann wird es unangenehm. Tubby, der dicke Zwerg für den Tiefbassbereich. Kommen wir zum nächsten Zwerg. Das ist unser lieber Freund Muddy. Und wenn du bei Muddy mal genau auf die Füße guckst, da ist Schmutz. Und Mud bedeutet übertragen aus dem Englischen, übersetzt aus dem Englischen auch Schmutz. Man kann diesen Bereich mit Schmutz bezeichnen, bei einer Stimme würde ich ihn aber durchaus nicht negativ sehen, denn Schmutz ist ja deutlich negativ. Ne? Und diese Tabelle heißt zwar The Seven Bad System Dwarfs, also die bösen Frequenzzwerge, aber manche Frequenzen sind auch einfach gut. Wir gucken mal auf die Stimme einfach, was uns hier der Equalizer gibt bei der Stimme im Bereich von Muddy, von dem Schmutzigen. Und so viel kann ich dir schon verraten, man kann mit diesem Bereich, der ungefähr im Bereich von 200 Hertz anzusetzen ist, so im Center, irgendwo da, das siehst du auch auf dem Bild hier bei Muddy, kannst du auch erkennen, dass er ungefähr bei 200 Hertz, so 250 Hertz anzusetzen ist. Das ist der Bereich der Nahbesprechung zum Beispiel bei einer Stimme. Wir gucken mal bei der Stimme, wie die Solo klingt und heben hier mal bei 250 Hertz an. Mal einen Zoom. Machen wir mal hier ein Bild. Hören wir, wie die Stimme immer wärmer wird. Der Sänger scheint näher ans Mikrofon ranzutreten. Mit anderen Worten, du kannst den Nahbesprechungseffekt oder ein bisschen Wärme und Nähe beim Sänger dadurch durchaus erzeugen. Nicht so stark anheben unbedingt, wie ich das jetzt gemacht habe, aber wir wollen ja verdeutlichen, um welchen Bereich es geht. Auf der anderen Seite, wenn du bei der Stimme, wenn der Sänger zu nah am Mikrofon dran gestanden hat und du hast zu viel Nahbesprechungseffekt, kann man natürlich das Gegenteil auch machen und hier absenken. How were you before time began? Und sofort wird die Stimme dünner, ne? Das heißt, ich mach's nochmal extremer. How were you
before time began. Jetzt hat diese Stimme nicht mehr so viel Anteil da unten rum. Das heißt, wenn man hier noch weiter absenkt, wird die Stimme schnell dünn. Und mit anderen Worten, der Schmutz wird dann rausgefiltert an der ganzen Stelle. Bei der Stimme also auf jeden Fall nicht unbedingt negativ zu sehen, der Bereich Muddy. Hören wir uns das Ganze mal am besten am Beispiel von dem kompletten Mix an, was man damit erreichen kann. Dazu gehen wir wieder rüber auf den Refrain. Es wird so eine kleine Hin- und Herschaltorgel hier bei der ganzen Geschichte. Aber das soll uns nicht weiter stören, denn wir wollen ja gucken, was Muddy hier in dem Bereich macht. Wir stellen hier mal am Equalizer 200 Hertz ein, als Beispiel ungefähr die Center-Frequenz für diesen Bereich, in dem sich dieser Zwerg hier rumtummelt, und heben den einfach mal an. Gucken mal, was passiert im Mix. I'll take the mystery. I'll take the mystery. Und wir hören schon, warum Muddy Muddy heißt, der Schmutz. Es wirkt tatsächlich ein bisschen belegt untenrum, ein bisschen undifferenziert untenrum, und dementsprechend kann man das schon nachvollziehen, warum der Zwerg auch Muddy heißt, warum er mit Schmutz in Verbindung gebracht wird. Auf der anderen Seite, die Anhebung überbetont ja diesen Bereich nur. Will sagen, wenn dein Mix untenrum ein kleines bisschen belegt klingt und ein bisschen undifferenziert, versuch doch mal in dem Bereich abzusenken. Und das machen wir jetzt mal. Wir drehen also den Spieß um und senken einfach mal ein kleines bisschen ab. I'll take the mystery. Take the mystery. I know you're not a trick. Der Bass wird jetzt ein kleines bisschen schwächer dadurch, aber insgesamt klang es durchaus aufgeräumter. Ne? Das heißt, man kann mit diesem Bereich 200 Hertz auch dafür sorgen, dass es ein kleines bisschen aufgeräumter wird. Und wir übertreiben es hier auch mal. Ich habe jetzt gerade 3 dB abgesenkt, machen wir noch mal ein bisschen mehr. I'll take the mystery. Und ich mache mal an und aus, damit du den Unterschied hören kannst. Aber es geht eben nicht nur Schmutz verloren, sondern auch Fundament und ein bisschen Wärme des ganzen Mixes. Das heißt, an der Stelle durchaus aufpassen, dass du im gesamten Mix nicht zu viel rausnimmst. Denn zum Beispiel auf kleinen Speakern ist das ein Bereich, der dem Zuhörer durchaus ein kleines bisschen mehr Bass vermittelt, auch wenn der kleine Speaker zum Beispiel am Handy oder im Küchenradio diesen Bereich gar nicht widerspiegelt. Das heißt, man sollte hier nicht zu sehr ausdünnen oder das Ganze gezielt bei einzelnen Instrumenten machen. Und wenn du damit anheben willst, ist das auch eine schöne Sache. Bei einer Snare zum Beispiel kann man bei 200 Hertz sehr schön den Körper der Snare und den Bums, den Druck der Snare ein kleines bisschen nach vorne bringen. Bei der Bassdrum würde ich eher absenken in dem Bereich, weil die 200 Hertz sollten dann doch eher dem oberen Bassspektrum und vielleicht der Snare gehören und natürlich auch dem Bereich, was zum Beispiel die Stimme mit Wärme verbindet. Haben wir ja gerade gesehen bei der Stimme. So viel zu Muddy, dem schmutzigen Zwerg, der hier einiges bewirken kann. Wir kommen mal zurück zur Stimme und gehen mal rüber zu Boxy. Boxy ist ein ganz berühmter Zwerg. Boxy, der Bereich rund um die 500 Hertz. Ich persönlich bezeichne diesen Bereich immer gerne als Pappe. Das heißt, es klingt so ein bisschen, als wenn man auf so einen Pappdeckel draufklopfen würde, zumindest in meinen Ohren. Ne? Und wir haben ja darüber gesprochen, dass man immer irgendwelche Beschreibungen finden muss für den Sound. Es ist halt eben nicht wie bei einer Farbe, die einfach rot ist, sondern man muss eine Beschreibung dafür finden. Aber am besten kann man es natürlich hören. Hören wir uns also mal diesen Bereich an. Bei der Stimme ist es wirklich ganz dramatisch durchaus. Wenn wir hier mal anheben an der Stelle bei 500 Hertz zum Beispiel, dann wirst du sehr schnell feststellen, was ich da meine. Nehmen wir also wieder unseren Equalizer. Wir stellen dieses Mal hier 500 Hertz ein und heben da einfach mal jetzt ein kleines bisschen an und gucken mal, wie das klingt. Also noch eben auf Solo stellen. So, das ist doch eine kleine Hin- und Her-Schaltorgie heute, ne? Aber wir schaffen das schon wieder zusammen. Also, heben wir mal bei 500 Hertz an und du musst mal überlegen, ob das wirklich wie eine Pappe klingt. Ich persönlich finde das. Wenn dir ein anderes Wort einfällt, kannst du es ja unten durchaus auch mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht hast du ja auch andere Standardbegriffe mittlerweile entwickelt für die einzelnen Frequenzbereiche, die ich vielleicht demnächst auch übernehmen kann, ne? Warum muss das unbedingt Pappe heißen, wenn du den besseren Begriff dafür hast? Also, heben wir mal an bei 500 Hertz. Boxy, der Bereich, den unser Boxy-Zwerg hier anhebt bei der Sprache. How were you before time began? How did you speak light and darkness ran? How did dust turn into man? Oh, nothing become the earth where I stand. Also für mich persönlich klingt das tatsächlich so ein bisschen pappig, wenn ich das mal rausnehme. Wir schalten mal hin und her und du kannst mal direkt entscheiden, wie sich die Stimme entwickelt, wenn ich das rausnehme. How were you before time began? How did you speak light and darkness ran? How did dust turn into man?
Also ein Bereich, der durchaus ein kleines bisschen Energie mitbringt, aber schnell dazu führt, dass es ein bisschen pappig klingt, undifferenziert, wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist es gar nicht, denn Undifferenziertheit haben wir mehr im Tiefbassbereich. Aber was man damit auch erreichen kann, ist bei diesem 500-Hertz-Bereich, wenn man den eben nicht anhebt, so wie ich das jetzt gerade zur Verdeutlichung gemacht habe, damit du ein Bild im Ohr hast, welcher Bereich das ist. Man kann damit wunderbar absenken. Und das machen wir jetzt mal, denn man kann mit diesen 500 Hertz sehr gut aufräumen. Nicht nur bei einer Stimme, sondern vor allem auch im Mix. Das schauen wir uns gleich mal genau an, denn nahezu jeder Mix klingt ein kleines bisschen besser, wenn man diesen pappigen 500-Hertz-Bereich von Boxy absenkt. Aber wir gucken jetzt erstmal bei der Stimme. Wir senken mal ein kleines bisschen bei 500 Hertz ab. How were you before time began? How did you speak light and darkness? Mach's mal wieder an. How did dust turn into man? Or nothing become the earth where I stand. Dieser 500-Hertz-Bereich klingt sofort ein kleines bisschen klarer. Irgendwie macht der alles ein kleines bisschen klarer. Man muss nur aufpassen, dass man eben nicht bei allen Instrumenten so viel Klarheit reinmacht, denn dann entwickelt sich automatisch ein Loch und dann klingt der Mix auch nicht mehr gut bei diesen 500-Hertz. Also, man darf der Versuchung nicht erliegen und bei allen Instrumenten bei 500-Hertz absenken, sondern vielleicht ganz gezielt bei einigen Instrumenten wie dem Bass zum Beispiel die 500-Hertz drin zu lassen. So schafft man im Mix dann ein bisschen Platz und hat auf der anderen Seite für den Bass dann noch so viel Platz, dass er bei 500 Hertz gut zu hören ist. Vielleicht über eine Überbetonung oder weil er sowieso dann lauter geworden ist bei 500 Hertz, weil alle anderen ja da abgesenkt wurden. Also 500 Hertz bei der Stimme kann man deutlich für Klarheit sorgen, auf jeden Fall in der Stimme. Wie klingt das Ganze aber im Mix? Und da wird es natürlich jetzt spannend. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, das hieß die böse Frequenz. Da ging es nämlich auch um genau diesen Bereich Boxy, die 500 Hertz Pappe, wie ich sie nenne. Und wenn wir hier einfach mal einstellen 500 Hertz, machen wir das mal und senken dann da gleich mal ab. Erst überbetone ich und dann senke ich mal ab. Dann kannst du entscheiden, was dir besser gefällt. Also im Mix zusammen klingt das mit 500 Hertz wie folgt. I'll take the mystery. I'll take the mystery. Geht schon ein bisschen in die Richtung von Telefon, ne? Aber ist noch nicht ganz da. What I can, what I can't see. Aber jetzt senken wir mal ab und ganz charmant wirst du sofort feststellen, dass auf einem kompletten Mix bei 500 Hertz deutlich mehr Klarheit in den Mix reinkommt, wenn man da ganz leicht absenkt. Ich übertreib's wieder und dann schalte ich's mal zurück. I'll take the mystery. I'll take the mystery. Bisschen viel, ne? Machen wir wieder zurück. Ungefähr so 2 dB. Und hör mal jetzt genau hin. Ich schalte mal hin und her zwischen den beiden, damit du genau einschätzen kannst, ob es was macht oder ob es nichts macht. Also. Es ist verführerisch. Boxy ist tatsächlich sehr verführerisch. 500 Hertz, der Pappe-Bereich. Man kann damit nahezu jeden Mix ein kleines bisschen aufräumen, aber ganz vorsichtig sein. Wenn du zu viel rausnimmst, dann transportiert der Mix nicht mehr wirklich auf kleinen Speakern. Man kann also auch durchaus da verlieren. Dann lieber auf Einzelinstrumentbasis gehen und gezielt bei einzelnen Instrumenten bei 500 Hertz bei Boxy rausnehmen und dafür sorgen, dass der Mix insgesamt dadurch aufgeräumter wird und vielleicht auch mehr Platz für andere Instrumente an der Stelle dann geschaffen wird. So viel zu unserem Freund Boxy. Boxy 500 Hertz oder die Pappe, wie ich ihn so schön nenne. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Der nächste Kandidat ist Honky. Und Honky, du siehst beim Zwerg Honky, er hat so ein bisschen den Mund nach oben und man hört den Sound anscheinend auch aus seiner Nase raus. Deswegen ist es für mich auch ein sehr nasaler Sound. Und Honky, mir fällt auch kein echtes Wort dafür ein. Der Honk ist natürlich jemand, der natürlich jetzt nicht so beliebt ist irgendwie, aber das ist dieser Frequenzbereich, wenn man den überbetont, auch nicht. Und bei der Stimme, achte mal drauf, wie nasal das klingt, wenn ich jetzt hier überbetone. Wir gehen wieder auf den Equalizer von der Stimme und stellen jetzt hier einfach mal für den Honky-Bereich 750 Hertz ein. 750 ungefähr für den Honky-Bereich als Center-Frequenz ungefähr. Das geht natürlich von 650 auch bis 850 hoch in dem Bereich. Aber wir stellen mal hier für Honky 750 Hertz ein. So, und dann überbetonen wir mal wieder. Los geht's. How were you before time began? How did you speak light and darkness ran?
How did dust turn into man? Oh, nothing become. Für mich klingt es immer so ein bisschen, als wenn jemand ganz vorne im Rachenraum sprechen würde. So, okay, so, also ein anderes Wort fällt mir da gar nicht ein, als das es zu zeigen einfach. Vielleicht hast du eine andere Variante, ja, das zu beschreiben, was dieser Bereich, was dieser honkige Bereich da um die 750 Hertz macht. Überbetont ist es natürlich völlig unangenehm. Man kann damit ein kleines bisschen die Stimme nach vorne holen, muss dann aber wirklich vorsichtig sein, ne? Wahrscheinlich ist es auch besser, wieder damit aufzuräumen an dieser Stelle und vielleicht eine Stimme, die eher dazu neigt, so ein bisschen nasal zu klingen, die dann aufzuräumen, oder ein Instrument, was vielleicht dazu neigt, nasal zu klingen, aufzuräumen. Und das machen wir jetzt mal. Wir drehen also bei 750 jetzt bei Honky einfach mal ein kleines bisschen raus. How were you before time began? How did you speak light and darkness ran? Und das Absenken führt auch ein kleines bisschen dazu, dass alle anderen Bereiche ein bisschen besser zu hören sind. Es wird, klingt irgendwie ein kleines bisschen klarer, ein bisschen heller, weil man dadurch absenkt. Aber ich habe natürlich jetzt auch eine ganze Menge gemacht. 5 dB habe ich jetzt hier abgesenkt. Das sollte eigentlich schon ein Bereich sein. Wenn man so viel reparieren muss, dann ist bei der Aufnahme wahrscheinlich schon ein kleines bisschen was schief gegangen. Aber wir gucken mal den AB-Vergleich, wenn ich das wieder reingebe, damit du genau den Unterschied hören kannst, welcher Bereich denn da genau gemeint ist, damit du demnächst ganz gezielt zu deinem Equalizer greifen kannst, um diesen Bereich zu beeinflussen, entweder ihn anzuheben, um ihn ein kleines bisschen hervorzuheben, oder abzusenken, um das Signal ein kleines bisschen aufzuräumen. Schalten wir mal hin und her. How were you before time began? How did you speak light and darkness ran? How did dust turn into man? Also wenn man es anmacht, kommt die Stimme schon ein kleines bisschen mehr nach vorne, und andersrum, wenn man es ausmacht, also wenn man diesen Bereich drin lässt, dann kommt die Stimme ein kleines bisschen nach vorne, senkt man ihn ab, so intensiv, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, um 5 dB, dann scheint die Stimme ein kleines bisschen nach hinten zu springen. Muss man also genau aufpassen in diesem Bereich, dass man nicht zu viel reingibt, aber auch nicht zu viel drin lässt an der einen Stelle. Gucken mal, wie das Ganze dann im Mix klingt. Da wird es natürlich dann jetzt auch spannend. Also Honky, der nasale Bereich. Mal gucken, was der im Mix macht. Und da bin ich jetzt mal wirklich sehr gespannt. Wir gehen wieder zurück auf den Equalizer von unserem Masterbus und gucken jetzt mal, dass wir Honky eingestellt kriegen. Ungefähr 750 Hertz. Wieder als Centerfrequenz, und wir heben mal an und gucken mal, wie das genau klingt, dieser nasale Bereich im kompletten Mix. I'll take the mystery. I'll take the mystery. I know you're not a dream. Klingt schon sehr telefonartig, ne? Das heißt also, es ist dieser Frequenzbereich, der wahrscheinlich auch im Telefon ganz gut vorankommt. I'll take the mystery. Mit anderen Worten, wenn dein Sound so ein kleines bisschen dazu neigt, so telefonisch zu klingen, dann kann es durchaus angebracht sein, in dem Bereich abzusenken. Und das machen wir natürlich jetzt auch im Vergleich. Wir hören uns einfach mal an, was passiert, wenn man bei diesen 700, 750, 800 Hertz, wenn man da mal absenkt. Und das klingt so. I'll take the mystery. I'll take the mystery. Hier der gleiche Effekt wie gerade bei der Stimme. Es klingt ein kleines bisschen aufgeräumter. Ne? Ähnlich wie bei Boxy gerade, bei den 500 Hertz im Pappe-Bereich, kann man hier auch durchaus für ein kleines bisschen mehr Klarheit sorgen. Und ich schalte mal wieder hin und her. Das Interessante ist, wenn man den Bereich wieder reingibt, also vor allem wenn man so stark abgesenkt hat wie ich gerade, dann klingt es erstmal unangenehm. Aber man hat sich relativ zügig dran gewöhnt. Man darf auch nicht vergessen, dieser Bereich ist durchaus auch ein wichtiger Bereich, weil hier viel Information zusammenkommt. Man ist schon fast in der Nähe der Sprachverständlichkeit, die so bei 1-2 Kilohertz angesetzt ist. Da kommen wir gleich zu. Und da ist sehr viel Information, die vor allem auch auf kleinen Speakersystemen wichtig ist. Wenn du hier also absenkst, kann es durchaus sein, dass dein Mix dann auf kleinen Speakersystemen vielleicht nicht mehr ganz so gut rüberkommt. Hier also auch vorsichtig wieder sein und nicht zu viel absenken. Im AB-Vergleich kann man immer sehr gut hören, wie viel man tatsächlich damit erreicht, wenn man das Filter dann einfach mal an- und ausmacht und einfach mal sich darauf einlässt, sich einstellt und darauf hört, was tatsächlich da passiert. Also, man kann auch überbetonen an der Stelle, aber vorsichtig sein, wenn du da die Information nach vorne holen willst, oder absenken eben zum Aufräumen. So viel zu unserem Freund Honky, zum nasalen Bereich hier auf dem kompletten Mixbus.
Entschuldigung, dass ich störe, hier ist Zukunfts-Jonas. Ich sitze gerade am Schnitt von dem Video mit den Frequenzen und den Zwergen und stelle fest, dass ich da mal wieder ein Mega-Mammutwerk aufgenommen habe. Um dir aber nicht zu viel von deiner kostbaren Zeit diese Woche zu rauben, habe ich entschieden, ich mache einfach zwei Teile davon. Teil 1 hast du jetzt gerade gesehen und wir sehen uns dann nächste Woche zum zweiten Teil von dem Video mit den Frequenzen und den Zwergen. Und ich hoffe, dass du bis dahin schon einiges ausprobieren kannst von dem, was ich dir gerade schon erzählt habe. Wir sehen uns dann, mach's gut, bis dahin und Yassou!